Und willkommen zu diesem Video. Bevor das Video anfängt, möchte ich erstmal ein Vorwort haben, denn in den letzten 2 Jahren war ich ziemlich inaktiv, was Anime angeht. Also ich habe immer wieder geschaut, ob es irgendwas Cooles gibt, was mich interessiert, aber es gab einfach nichts. Also mich hat nichts geflasht, wo ich gesagt habe, boah, das muss ich unbedingt sehen. Okay, viele würden jetzt sagen Overlord, aber irgendwie, keine Ahnung, müsste ich mal reinschauen, vielleicht täusche ich mich. Mich hat es bloß noch nicht so an... Ja. Wie nennt man das? Immer diese One-Taker. Ich mache die Videos immer One-Taker, also. Ich schneide da nicht wirklich was. Ja, hat mich nicht geflasht, was ich da gesehen habe. Klar, die normalen Anime, One Piece, Detective Conan, die schaue ich immer und immer wieder. Kommt ja jede Woche. Dann mache ich dann wieder Pause und dann gucke ich. Filler schaue ich eigentlich grundsätzlich nicht mehr. Welchen Anime ich gerade wirklich hype ist Nanatsu no Taizai, also The Seven Deadly Sins. Den feiere ich übelst. Habe ich auch lange gebraucht. Den habe ich vor zwei Monaten habe ich den angefangen und ja. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema heute. Fairy Tail. Ich habe lange gewartet. Fairy Tail kommt wieder als Anime. Die finale Season. Im Herbst dieses Jahres ist es soweit. Fairy Tail finale Season. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr genau so hyped seid wie ich. Ich liebe diesen Anime. Wirklich. Da muss ich auch sagen, ersten 20 Folgen, oh mein Gott. Ey, das war so schrecklich, aber nach den ersten 20 Folgen, bam, runtergerattert dieser Anime. Richtig geil. Da muss man echt aufpassen, dass man manchmal nicht die Sonne vernachlässigt. Besonders im Sommer oder jetzt, im Frühling. Ja, aber im Herbst, schreibt es euch in den Kalender, Herbst. Jetzt, aktuell, würde ich sagen, auf jeden Fall Tokyo Ghoul. Freue ich mich immer. Dann The Seven Deadly Sins, die zweite Staffel. Geht ja jetzt heute auch die neue Folge oder morgen kommt sie, weiß nicht. Und viele würden sagen High School DxD. Werde ich auf jeden Fall anschauen, weil ich habe die ersten 3 Staffeln angeschaut und muss sagen, die Story ist cool, aber für mich ist es zu viel edgy. Ja. So nennt man das, oder? Gott, ich bin so raus. Naja, schreibt mal in die Kommentare, was euch in dieser Season alles so gefällt. Ob ihr euch auch auf Fairy Tail freut. Und das war dann mal ein bisschen Gelaber-Video. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, Daumen hoch und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich freue mich auf diesen Kanal, das irgendwie erfüllt mich. Und ja, und nicht nur abonnieren, Glocke aktivieren, weil YouTube ist dumm. Das wisst ihr. Ciao.